zurück aus der Werbung. Summer is in the city. Und während diese Sendung läuft, bin auch ich im Urlaub. Aber für euch Daheimgebliebenen gibt es was ganz Tolles im Admiralspalast, denn dort findet das Sommerfestival statt. Das Sofa. Das Sommerfestival im Admiralspalast findet vom 14. Juli bis Mitte August zum ersten Mal statt. Es ist noch ein Weilchen hin, aber der Sommer kommt ganz bestimmt. Auf der Pressekonferenz gab es schon musikalische und künstlerische Einblicke vom abwechslungsreichen Programm der Konzerten, Shows und Musicals des Sommerfestivals. Ich sprach mit Mike Klopp. Was bekommen die Zuschauer zu sehen? Das Sommerfestival ist in der Klammer sozusagen ein Märchenfestival. Alles dreht sich um das Thema Märchen. Wir haben klassische Märchen für kleine und für große. Cats, wir haben eine lokale Märchengeschichte wie Hauptmann von Köpenick. Wir haben ein Schattentheater, das Eva Eder aus Chicago, was noch nie in Europa gezeigt wurde, erstmalig gezeigt. Wir haben die Tiger Lilies mit einem fantastischen Musikprogramm. Camel O'Sullivan, eine Sängerin, die eine rauchige Stimme hat und mit ihrem Esprit ein ganzes Stadion verzaubern kann, die hier auftritt. Also ein vielfältiges Programm. Wie kamen Sie auf diese grandiose Idee? Wir haben etwas gesucht, wo wir ein bisschen auch unseren Mitarbeitern Freiraum geben wollten, mal Veranstaltungen zu buchen, die normalerweise hier nicht zu Gast sind, weil sie nicht kommerziell sind oder nicht so gut kommerziell vermarktbar sind. Und da sind sehr interessante Vorschläge gekommen und einen Teil dieser Vorschläge haben wir umgesetzt. Das Ganze eingepackt sozusagen auch in Titel, die international sehr erfolgreich sind, wie Cats zum Beispiel, sodass sich das Ganze auch finanziell trägt am Ende. Und wir hoffen, dass es ein Festival wird, was jedes Jahr wiederkommt unter einem anderen Motto. Ganz, ganz toll. Und das geht so um 5, 6 Wochen? Das geht 6 Wochen insgesamt. Im Sommer, die genauen Auftrittsdaten finden Sie auch auf unserer Homepage. Weiter geht's mit einem Rückblick. Und zwar kam Heidi Hetzer nach 80.400 Kilometern mit ihrem Oldtimer nach Berlin zurück. Hunderte von Fans begrüßten die fast 80-jährige Heidi Hetzer. Nach 84.000 Kilometer um die Welt mit ihrem Oldtimer ist sie wieder nach Berlin zurückgekehrt. Im Namen des Landes Berlin und des Senats wird sie von Staatssekretärin Schäbli empfangen. Berlin kann wahnsinnig stolz sein, eine Frau wie Heidi Hetzer zu haben. Eine Frau, die gezeigt hat, dass Menschen, egal in welchem Alter, ihren Traum verwirklichen können, wenn man Willenskraft hat, wenn man Durchsetzungsvermögen hat. Natürlich gehört ein bisschen Glück dazu, dann kann man im Prinzip Berge versetzen. Und sie hat gezeigt, dass trotz aller Stimmen, die gesagt haben, ach, die wird das nie schaffen, die kommt bestimmt nach kurzer Zeit wieder zurück. Sie hat gezeigt, nein, ich ziehe das durch, ich ziehe mein Ding durch und ich werde diese Welt bereisen mit meinem Automobil. Ich finde das wahnsinnig. Eine grandiose Leistung. Hat sie Ihnen gerade erzählt, so was sie schon erlebt hat? Also gibt es ja eine Menge. Ja, sie hat ein bisschen erzählt. Ich habe sie vor allem gefragt, was so die schönsten Erlebnisse waren. Ich glaube, sie meinte, das waren ganz viele schöne Erlebnisse. Ich kann das auch nachvollziehen, dass man sich nicht an einen einzelnen Moment nur erinnert, wenn man sich vorstellt, man sieht die ganze Welt, man trifft so viele Menschen, man erlebt so viele Kulturen, so viele Bräuche. Ich kann mir vorstellen, dass man ganz, ganz viele Erinnerungen hat. Und das hat sie jetzt auch nochmal bestätigt. Vor allem fand ich witzig, dass sie gesagt hat, sie will wieder losziehen. Also ich glaube, wir können uns auf was gespannt. Und wir können da noch einiges erwarten. Ja, das können wir. Dankeschön. Schönen Nachmittag. Sehr gerne. Also diesen Empfang, das hatten Sie auch selber nicht erwartet. Sie sagen auf keinen Fall. Ich habe gedacht, na ja, da wären schon so ein paar Mannequins, so 100 Leute sind vielleicht immer. Aber fast ganz Berlin ist hier. Es ist wirklich. Also auf dem Kudamm war ich ein bisschen enttäuscht. Da war ja niemand, weil die alle hier sind. Jetzt sind Sie nach 2 Jahren sind Sie jetzt wieder hier. 2 Jahre und 7 Monate und 12 Tage. Wie fühlt es sich an? Ja, Heimat.
Das ist doch Heimat, ne? Heimat, und das ist, kann keiner kaufen, bezahlen, erklären. Egal wie schön die Welt ist, Heimat ist Heimat. Und wenn auch ganz miese Orte sind, wenn jemand sagt, ich bin zu Hause in Kosovo am glücklichsten, das ist seine Heimat. Das ist in Ordnung. Und da habe ich natürlich Glück, dass ich so eine tolle Heimat habe. Nicht? Ja. Ist doch unwahrscheinlich. Ja? Sie waren auch gerade, Sie sind auch wahrscheinlich den ganzen Trip Social Media mäßig unterwegs. Sie haben gerade ein Selfie gemacht. Werden Sie das dann auch posten? Also ich mache keine Selfies, ganz selten, weil ich habe nicht so lange Arme. Das klappt immer nicht. Und also ich bin selten drauf, wenn mich nicht andere Leute fotografieren. Die schönen Hintergründe habe ich. Wie meinen Sie Social? Was ich? Nee, ich Facebook, also, Instagram. Ganz ehrlich, dieses Instagram hat mich so viel Kraft gekostet. Nie wieder, sage ich. Diese Bilder posten, schreiben, kein Internet. Nirgends kriegen Sie Internet. Sie rennen rum die ganze Nacht, Sie schreiben. Ich bin hundemüde und muss denn noch schreiben, es geht mir gut. Ja, also das war sehr, sehr anstrengend. Ich würde es nicht wieder machen. Ich freue mich, wenn andere daran Freude hatten. Das geht nicht. Aber herzlich willkommen zurück. Und darf ich denn mit Ihnen ein Selfie machen? Ja, natürlich. Dann machen wir das. Wenn Sie das können. Haben Sie so eine Verlängerung? Nein, mein Arm. Wissen Sie, das habe ich festgestellt unterwegs. Ein Selfie-Stick. Es gibt keinen Menschen, der nicht ein Handy hat. Cellphone heißt es. In der ganzen Welt. Egal der Schuhputzer, der die Straßen... ich habe nie einen Menschen gesehen, einmal einen Taxifahrer. Da, wo ich in Not war, hat er nicht gefunden. Wo war das? In welchem Land? Das war in Taschkent. Taschkent in Kasachstan. Kasachstan, ja. Und der hatte nun gerade seins, hatte auch eins, aber nicht dabei. Aber das war das einzige Mal. Alle Leute haben also ihre Handys, und sie sehen im Iran, ganz toll, wenn die Frauen dann hinten die Gardinen beiseite schieben. Die sitzen ja hinten verschleiert. Und dann schieben sie die beiseite. Und dann lachen sie. Gucken raus und lachen und fotografieren. Und freuen sich, dass eine Frau am Steuer sitzt. Ne? Sie haben ein tolles Erleben. Ich kann es kaum aberwarten, mal das Buch oder den Film zu sehen. Ja, danke. Dankeschön. Mein Selfie schnell. Ja. Heidi Hetzer und Yehudo. Am 26. Juli 2014 von Berlin gestartet. Am 12. März 2017 wiedergekehrt. Als Anna abends Ananas aß, aß Anna abends Ananas. Fisch aß Fritze, fischt frische Fische, frische Fische, fischt frische Fische. Und diese Zungenbrecher und vieles, vieles mehr seht ihr jetzt. Die Creme de la Creme der deutschen Filmbranche schritt über den roten Teppich bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises. Später bei der Aftershow-Party gibt es einige Prominente, die Lola gewonnen haben, mit denen ich spreche. Ich freue mich einfach gleich zu sitzen, weil meine Schuhe dann doch ein bisschen drücken, die High Heels. Und das ist so. Ich freue mich einfach auch, die ganzen Leute zu sehen. Was trägst du heute? Lana Müller. Okay. Hast du in deiner Ausbildung einen Zungenbrecher mal geübt? Kennst du einen Zungenbrecher? Nur auf Russisch. Schlasasche, Pschasse, Isasala, Sushko. Oh, das klingt sexy. Ja. Als Ehefrau, Victoria, wie oft hast du denn Willkommen bei den Hartmann schon gesehen? Ich habe ihn bestimmt jetzt viermal gesehen. Nein, doch. Ich habe ihn im Vorfeld einmal gesehen, einmal bei der Premiere mit den Kindern einmal. Und jetzt hat auf Sky lief er gerade vor kurzem. Du hast ihn aber nicht gesehen. Doch. In der Programmzeitung? Oder? Nein, der Was lief. Hast du angeschaut? Der lief, ja. Du bist ja pervers. Das sieht man also, später. Ich angeschaut. Möchtet ihr euch das vielleicht danach diskutieren? Ja. Du weißt nicht immer alles, was ich sehe. Ja, so, ich merke es gerade. Ja, als ja. Schauspieler, musste man da auch Zungenbrecher üben? Und wenn ja, kennt ihr noch einen? Als ich der Brusttätowierten Brusttee servierte, sagte ich Prost, Brusttätowierte Prostituierte. Das ist super, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, man lernt nie aus. Kennst du auch einen? Ich kenne keinen, ich tue mich da sehr schwer. Ja, du weißt gar nicht, was ein Zungenbrecher ist. Doch, weiß ich schon. Hast du ja mal gehört. Ja, kann man sich zusammenreimen. Sag mal, du bist unbeschämt. Ja, ja. Weißt du, wie wir man gehen die übt? Wieder. Ich weißt du, wie man die übt? Mit Korken im Mund. Ja, das weiß Korken. Ich. Ja, wussten Sie nicht? Nee, was bedeutet? Theaterschauspieler immer. Ihre Texte in Korken rein und dann die Texte so sprechen. Super. Was bedeutet für ihn das Wort Freiheit? Für Sie. Was bedeutet für Sie? Ja, nicht für ihn.
Ach, für Sie. Ja, wo wir gerade von reden. Ja, 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 jetzt reden wir gerade über Sprache. Da musste ich leider dazwischen grätschen. Ja, lassen jetzt einen Herrn Hartmann raus. Ja. Den lässt er immer raus zu Hause. Das verbissert mich immer. Ja, aber ja, in guter Gesellschaft. Der Star von Willkommen bei den Hartmanns. So, a few months has passed. This movie is a huge success. And how you feel? Wow, still amazing. As in the beginning, you know, it's still amazing seeing how the movies keep doing it great still so far. So I hope we might keep enjoying this way. Okay, deine schauspielerische Karriere, musstest du bei deiner Ausbildung Zungenbrecher üben? Nee, ja, ja. Kennst du noch einen? Nee. Ich war in Amerika auf der Schauspielschule, ich weiß sie nicht mehr. Ja, amerikanische weiß ich jetzt auch nicht. Könntest du den lesen? Ich kenne nur die Katze dritte Treppe rum. Als Anna abends Ananas aß, aß Anna abends Ananas. Nochmal. Als Anna abends Ananas aß, aß Anna abends Ananas. Ja, okay. Dann. Der ist nicht so schwer. Mach lieber den Miskiwixer Willi, der ist schwieriger. Okay, den machen wir nächstes Mal. Der ist auch böse. Endet immer böse. Harry bekam von meiner Kollegin als Geschenk eine Stange Lauch. Nennt man das Lauch, habe ich mitgekriegt. Riechen deine Hände die ganze Zeit? Das ist okay. Bekommt man öfter solche tollen Geschenke auf den Rücken? Lauch, das ist kein Geschenk, das ist kein Preis, das ist der Loser-Preis. In deiner schauspielerischen Karriere gab es da auch Zungenbrecherübungen? Und wenn ja, kennst du noch einen Zungenbrecher? Ja, Fischers Fritz fischt frische Fische fischt Fischers Fritz. Das mache ich tatsächlich manchmal noch unter der Dusche, gurgelnd, wenn ich einen schwierigen Text am nächsten Tag habe. Oder mit einem Lauch in deinem Mund. Ja, genau, den machst du dir zwischen die Beine. Und dann versuchst du einen Satz gerade zu sprechen. Kleine Spatzen zwitschern zwischen Zwetschgenzweigen, sowas. Ja. Apotheke, Pipotheke, Opotheke. Tipotheke. Epotheke, Kapotheke, Epotheke. Und dann nochmal rückwärts. Potsdamer Postkutscher, putzt den Potsdamer Postkutschkasten blitzeblank. Was? Super. So. Fischers Fritz fischt frische Fische fischt Fischers Fritz. Nun bin ich schon wieder am Ende der Lifestyle-Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch nächste Woche wieder. Bis dahin, genießt den Sommer.